Ja, das Grünflächenamt hat am 12. begonnen bis zum 22. mit den Schneidemaßnahmen. Da freuen wir uns ja alle drauf, dass endlich was passiert. Hier ist noch gar nichts passiert, aber hinten, hinter dem Lidl-Gebäude ist alles fast bis auf den Boden weggeschnitten. Und dadurch ist natürlich der ganze Müll hochgekommen. Hier ist alles beim Alten, hier ist alles wie immer. Ja, hier drüben ist auch alles wie immer. Der einzige Bürgersteig hier auf dieser Seite wird natürlich voll gut zugepackt. Ich denke mal, wenn die schneiden, das machen die auch, das sehe ich da hinten schon, sogar sehr gut und großflächig, ein Lob. Da muss man auch mal hier sehen, dass man hinterher garantiert sehen wird, wo es nicht passiert ist, nämlich hier auf dem Gelände der Druckerei und dem ominösen Bürgersteig. Morgen! Ja, noch nie gereinigten Parkbuchten sind gesäubert. Dahinter ist eine Schneise geschlagen worden, die ist Wahnsinn. Am Hügel selber sind auch Bäume rausgenommen worden. Und das finde ich wunderbar, finde ich total gut. Also wenn man das hier so sieht, genial. Da sind die Leute vom Grünflächenamt, haben hier das mal sehr gut gemacht. Wenn man oben hochguckt, auf der anderen Seite im Hintergrund das Hotel und eben halt auch hier jetzt freigelegt die Wasserleitung, die geniale. Ich gehe mal ein bisschen näher ran hier. Und da haben wir dort vor mir den schwarzen Schlauch kreuz und quer am Hügel entlang gelegt. In dieser Höhe ist jetzt frei und dann ist der freigelegt. Das ist der schwarze Schlauch. Der geht dann nach links, dann geht er da wieder ein bisschen höher, weil da lag was. Und dann geht er da hoch auf die andere Seite runter. Und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich die ominöse Konstruktion auf dem Bürgersteig, das ist unhaltbar. Ne? Und angeblich werden ja Gespräche geführt mit dem Caterer und dem Tiefbauamt und den Stadtwerken. Wollen wir mal sehen. Also was hier angefallen ist, ist eine Menge. Ne, hoffen wir mal, dass hier jetzt richtig was passiert und wir gehen mal gleich weiter. Nochmal in die andere Richtung der Druckerei. Der endet genau hier und dann seht ihr eigentlich an dem innenliegenden Kantenstein, wie breit der sein müsste. Hier vorne hat er exakt 0 cm und da hinten vielleicht 30, 40, bevor die Brombeeren alles überwuchern. Hier auch genial, was hier gewachsen ist in der Zeit und das muss auch ausgedünnt werden. Die alten Obstbäume, die hier standen, ursprünglich sollten mal wieder freigelegt werden. Wir gucken mal hier oben auf das Fördergerüst. Auch hier, trotz Parkverbot stehen hier Autos, finde ich total geil. Von 8 bis 15 Uhr, vom 12. bis 22. Parkverbot, interessiert keine. Na, die sehen dann ein bisschen gehäckselt aus. Auch hier freigelegt. Ja, hier stand ja das Kesselhaus. Dahinter sieht man auch noch diesen blauen Schlauch. Na, und hier ist alles wirklich total gut umgelegt. Nochmal da rückwirkend die schweren Maschinen. Kleiner Radlader, ein Häcksler, Industriehäcksler, direkt an einem Trecker und ein Auto mit der Mannschaft. So, dann haben wir hier das Fördergerüst auf der anderen Seite mit dem Bürgersteig, der nicht fertig ist. Hier nochmal wirklich alles gesäubert. Wer hätte es gedacht? Nach all den Jahren, es ist passiert. Sehr gut. Ja, da oben, was da drin liegt, hoffe ich mal, ist ja bis zum 22. noch Zeit, dass da auch noch was geräumt wird. Vor 4 Jahren war ja jemand vom Baumkataster hier, hatte einige leicht angeknickte Bäume da oben. Das wächst zu eng einfach hier. Die nehmen sich gegenseitig das Licht, vermoosen, wie man unten sieht, kolossal und machen dann im Endeffekt andere Bäume kaputt und fallen. Und da liegt auch jede Menge. Und da hinten seht ihr noch
mit der Riesenwurzel, das liegt auch schon längere Jahre da. Ne? Machen wir gleich weiter. Menschgemachte Skulptur aus den Resthölzern, vermoost und schön nach oben. Hier ist dann der ominöse Gullideckel, zu dem das Tiefbauamt unterhalb der Straße vom Container aus eine Blindleitung gelegt hat, um da eine Wasserleitung reinzulegen, die dann da hinten hochgeführt wird. Ich gehe da nochmal nah ran. Ja, ich weiß nicht, ob das ganze Ding jetzt noch gehalten hat und stabil ist. Also da ist diese Wasserleitung hinter schwarz und mit blauem Streifen gelegt nach dem sogenannten Verteiler-Umweg-Prinzip. Die läuft dann da hinten weiter und wie bereits gesagt, dann irgendwann mal den Hügel hoch, Pi mal Daumen, auf der anderen Seite runter, hat auch nicht ganz geklappt. Da fehlen dann noch 15 Meter bis zu dem Hydranten im Bürgersteig, wo das Steigrohr aufgesetzt wird. Aber wie bereits gesagt, die Gespräche laufen. Da freuen wir uns auch drauf. Auf dieser Seite geht es bis hinten hin zum Weg von der Lührenstraße zur Lohheidestraße. Einmal bereits alles fertig, alle Parkbuchten gesäubert in diese Richtung. Dann auch bis da, wo ich gerade stand, an dieser Skulptur. Oben liegt noch jede Menge Holz, aber das sind hier 5-6 Meter, die breit sind. Ich weiß nicht, ob hier noch demnächst was nachwachsen wird, aber das sieht so aus, da steckt noch einige drinne, kleine Ableger. Glück auf! So, bewegen wir uns auf den Platz. Ja, dieser Mülleimer ist versetzt worden von der anderen Seite dieser drei Bänke. Ja, der Pflegezustand der Bänke, des Holzes und auch der Fugen, der Steine, vermoosen, Beton blüht aus, ist mangelhaft, immer noch als mangelhaft zu bezeichnen. Das Holz reißt auf demnächst, wenn es trocken wird. Oder bei Frost ist es schon aufgelaufen. Ja, da hinten fehlt halt noch Stromhäuschen befindliche Entfernung der SGW. Dort geradeaus, das ist abgesperrt, die Einfahrt zu dem Parkplatz, ehemals Flüchtlingsdorf. Dort auf der Ecke sind die Steine, die Findlinge, die auf dem Weg lagen, sind rausgenommen worden. Auf der anderen Seite auch, was dann dazu führt, das sieht man an den Spuren auf der Straße, dass da Autos rein und raus fahren. Hier noch ein zusätzlicher Mülleimer, sodass jetzt auf diesem Platz hier wirklich genügend sind. Drei Stück nämlich, denn der eine steht da hinten noch an der Buhlbahn. Im Endeffekt ist hier an dem Stromwärterhäuschen noch nichts gemacht worden. Da muss eben halt der Stromanschluss noch rübergelegt werden unter dem Weg entlang auf die andere Seite der Kokerei, wo das neue Protego-Rohr aus der Erde kommt, über die Brücke dann in den Protego reinläuft, der jetzt ein Doppelprotego ist und fertig ist das. Ja, ne? Jetzt gehen wir hier nochmal hier runter. Jetzt schwimmt von hier oben der Dolomit auch noch aus dem ganz einfachen Grunde, weil jetzt hier wirklich diese Autos drüber fahren. Da mal, ich verfolge mal die Spur, richtig eine Spur gelegt, hier oben reingefahren, hier rüber gefahren, da hinten rausgefahren, weil sie hier oben mit dem Hänger die Kurve nicht gekriegt haben, als sie da oben rausgefahren sind. Na ja, gucken wir mal hier, auch die Baumscheiben schön begrünt, alles vermoost, denke ich mal, von der Protego-Brücke. Die eine Schalbegrenzung steht halt immer noch dort und auch hier das Unkraut im Rosenbeet nimmt Überhand. Schauen wir mal, die Rosen sind auch nicht beschnitten worden. Da werden wir sehen. Dafür wächst oben am Hügel selber, wächst hier wirklich ganz gut Wiese und auch die Blühpflanzen. Dort hinten am Ende des Protegos in der Fliederhecke auf der anderen Seite des Weges ist dort eine Schneise geschlagen worden, dass da eben halt unterirdisch schräg über dem Weg und dahinter die Kabel gelegt werden können für ein zusätzliches Modul, was da angebracht wird, hinten auf der anderen Seite am letzten Pfeiler auf dem Gelände der alten Kokerei, der dieses Protego-Gasaustauscherrohr trägt.
gesagt, ja, hier die Bank leider auch noch nicht repariert, noch niemals der Schrank ist zugeschlossen, verschmiert und ja, oben auch eben halt kaputt. So, schauen wir mal hier mal weiter und kommen hier unten zu meinem Lieblingsthema. Es ist also, um das nochmal zu wiederholen, eine ganz starke Aktion vom Grünflächenamt, hier mal richtig Schuss reinzubringen. Ja, was fehlt, ist eben halt hier jetzt noch die Sache mit dem Dolomit. Aber da ist ja in der Angabe, ist ja in der Antwort auf die Anfrage an die Stadtverwaltung, ist ja in der Antwort geschrieben worden, dass diese Drainage da oben und die Verfüllung mit Stabilizer nicht ganz so viel gebracht hätten. Na gut, schon mal zugegeben, aber hier auch diese Kanten, wenn ich das hier sehe, schauen wir mal hier hin, 2-3 cm hoch, hier überspült, dort diese Kante, meine Lieblingskante, der Stahlwinkel, der die Plattierung des Weges ein, des Hauptweges einfasst, 5-6 cm hoch, hier alles zu, komplett zu. Am Ende auch die ganze Drainage hier, gehen wir mal hier entlang, dann hier auch, hier wächst das sogar schon mit Gras zu, lassen wir mal Gras über die Sache wachsen, immer gut, und da hinten dann auch der Zustand auf der anderen Seite da, auf dem ehemaligen Parkplatz, ist ja ein Parkplatz, der Druckerei unter aller Kanone, machen einfach nichts, ne? Nochmal danke an das Grünflächenamt, haben sich richtig gut jetzt hier reingehängt. Geht bis zum 22. und da wird noch einiges passieren, denke ich mal. Und dann wird der USB kommen und den Müll raussammeln. Wie mir Paul Zimmermann sagte, ist auch hier vom Platz der Müll gepickt worden, als der zusätzliche Mülleimer hingestellt wurde. Oben steht jetzt da, steht der eine da vor diesem Campingmobil und ja, ich sag mal, im Endeffekt eine ganz gute Sache. Also ganz toll. Lob, Lob, Lob. Ja, hier an der Bühne, da hinten der Stromkasten, auch noch zerwämst. Da habe ich dann bei dem Interview mit dem Herrn Nölle, musste ich mich gegen meinen Willen, wollte nicht in die Zeitung, da hinsetzen mit dieser Kiste davor. Und das gucke man sich mal an, wo rohe Kräfte sinnlos walten. Also nur Vollidioten. Und wie ich das gerade so sehe, ist hier hinten in den Müllbergen auf dem Gelände vor dem Feuchtbiotop, ist jetzt auch da ein weiteres weißes Teil der Plastikabdeckung, der Hartplastikabdeckung des Stromkastens hier, ist auch noch aufgetaucht, also irgendwie dahin gekommen. Ja, also alles ist nicht Gold, was glänzt. Grünflächenamt ist auch für diesen Platz zuständig, aber so richtig geräumt haben sie immer noch nicht, weil hier liegen immer noch Knaller. Gut, jetzt haben ja einige Experten, wie ich das weiß, haben ja, weil sie selber Knaller sind, Knallervorräte für 365 Tage im Schaltjahr in diesem Jahr, sogar noch für einen Tag mehr, eiserne Reserve, da liegt hier alles noch rum. Ne? Also das ist hier einmal oberflächlich drüber gegangen. Hier ist der vierte Mülleimer, ne? Grenzt an der Grenze zum Parkplatz der Druckerei. Ich mache mal da unten einen rein, damit man das Feuchtbiotop nochmal sieht und die Bepflanzung hier. Das sogenannte Sukzessivgelände, ja, allerdings war das ja ein Parkplatz gewesen. Und somit in dem Sinne, wenn eine Pflanze eingepflanzt worden wäre, ein Ruderalgelände, das ist ja auch hier ein Ruderalgelände, ein von Menschen angelegtes Gebiet mit Pflanzen, ne, mit den Bäumchen hier. Hier sind ja eben halt die Bäume. Und hier wächst ja alles. Na gut, da gibt's ja, das ist ja eine schöne Pflanze als solche. Da wächst ja schon was Schönes, ne? Aber das wird alles verkommen gelassen. Und hier vorne wird noch der Schnitt vom vorderen Parkplatz hingepfeffert. Da vorne, das läuft immer zu, die Mulde. Und versucht mal da ranzukommen. Der Gulli, der das Wasser abführen soll, der steht 5 cm über der Oberfläche, weil das von den anliefernden LKWs alles platt gefahren worden ist. Ja, ja, was wollen wir machen? So, jetzt nochmal von hier nochmal einen schönen Zoom nach oben.
So, ne? Und dann nochmal auf das Schild. Ja. Und dann machen wir auch mal für hier Schluss.